Nutze diese 3 einfachen Schritte, um sofort ein Geldwunder in deinem Leben zu manifestieren. Nur mit deiner Energie aus dem Nichts. In diesem Video. Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Rafael Bettencourt und ich zeige dir hier, wie du zurückfindest zu der Wahrheit, dass du Schöpfer und Schöpferin bist und nur durch deine Energie die gesamte Realität verändern kannst, dein Leben verändern kannst und alles erschaffen kannst, was tief hier drin ist. Und heute geht es um das Erschaffen, das Kreieren von Geld, von einem Geldwunder. Ich möchte dir in diesem Video die 3 Schritte zeigen, die du gehen darfst, um ein Geldwunder zu erschaffen. Geld aus dem Nichts zu kreieren. Ich weiß, das hört sich im ersten Moment verrückt an. Vielleicht vor allem, wenn du noch nicht in der Welt der Manifestation und der Energie unterwegs bist. Doch wenn wir Geld auf tiefster energetischer Ebene verstehen, verstehen wir erstens, dass es unerschöpflich und unendlich ist. Verstehen wir zweitens, dass du die Quelle von Geld bist. Und verstehen wir drittens, dass wenn du diese Schritte verstanden hast, du Geld magnetisch in dein Leben ziehen kannst. Diese Methode, die ich dir in diesem Video zeigen werde, wurde von unseren Kunden schon unzählige Male genutzt. Ich habe unzählige Screenshots in unseren Ordnern von Leuten, die geschrieben haben, Geld aus dem Nichts. Rückzahlungen, Geschenke, plötzliche Kunden, die aus dem Nichts gekommen sind und. Immer als Folge, dass sie diese 3 Schritte oder eine Art von diesen 3 Schritten gegangen sind. Jetzt möchte ich dir in diesem Video die 3 Schritte zeigen, dass du es umsetzen kannst und für dich ein Geldwunder erschaffst. Wichtig ist, dass du wirklich das Video schaust und alle 3 Schritte in ihrer Verbindung dir anschaust, denn einzeln werden sie nicht funktionieren. Okay, ready? Ich freue mich drauf. Lass uns loslegen. Schritt 1 ist die Wahrheit des Geldes anerkennen. Wenn ich dich nun frage, was ist Geld? Dann wirst du eine Antwort darauf haben. Vielleicht, wenn du möchtest, schreib doch mal unten in die Kommentare jetzt, ohne zu überlegen, ohne das Video weiterzuschauen, was ist Geld? Was ist deine Antwort darauf? Warten wir kurz einige Sekunden. 3, 2, 1. Okay, let's go. Was ist Geld? Jetzt werden verschiedene Antworten kommen. Geld ist Papier, Geld sind digitale Zahlen, Geld ist ein Tauschmittel, Geld ist Wertschätzung, Geld ist Liebe und. Jeder einzelne Zuschauer, der jetzt gerade dieses Video anschaut, hat seine eigene Geschichte zu Geld. Du hast eine Geschichte, die daraus zusammengesetzt ist, was du erlebt hast, von deinen Eltern, von deinen Freunden und persönliche Erlebnisse, was dir beigebracht wurde, was du in den Medien gehört hast, und. All das erschafft eine Geschichte. Wenn wir jetzt tiefer schauen auf die energetische Ebene, wenn wir uns beschäftigen mit der Quantenphysik, mit Atomen und mit den energetischen Lehren, dann wird uns eine Sache bewusst. Jedes Atom besteht zu 99,9999% aus purer, reiner Energie. 0,00001% aus Materie. Ich hoffe, die Nullen waren gerade richtig. Das heißt, unsere gesamte Realität besteht zum größten Teil aus Energie. Energie ist die Frequenz dahinter, die Vibration, das Gefühl. Energie ist das Gefühl von Fülle oder von Mangel, von Angst oder von Liebe. Das ist die Frequenz, mit der die Atome aufgeladen werden können. Und inzwischen zeigen uns viele verschiedene wissenschaftliche Befunde und Studien, dass die energetische Frequenz eines Atoms Einfluss darauf hat, was das Atom lebt, ausdrückt sozusagen, und was das Atom anzieht. Da sind wir bei dem Gesetz der Anziehung. Nun ist es so, dass bei den meisten Menschen diese Geschichte ist. Diese Geschichte über das Geld. Die Geschichte, die häufig verbunden ist mit Begrenzung, mit Mangel, mit Angst. Mama und Papa haben das gemacht, wir hatten nie genug. Dann haben sie sich gestritten, dann ist das passiert, in der Wirtschaft passiert das, es werden Kriege geführt und. Wir haben einen Haufen Geschichten zum Thema Geld. Diese Geschichten erschaffen die energetische Frequenz und vor allem schaffen sie eine Sache. Trennung. Sie stellen dich auf diese Seite und sie stellen das Geld auf die andere Seite. Und sie sagen, du bist getrennt von Geld. Und du musst irgendwie es schaffen, eine Brücke zu bauen, damit Geld zu dir kommen kann. Doch was ist Geld in Wirklichkeit? Wenn wir jetzt auf der tieferen Ebene schauen, ist Geld eine Ausdrucksform von Fülle. Geld ergibt dir die Möglichkeit, Fülle zu erfahren. Du hast mehr Optionen, als wenn du kein Geld hast. Du kannst dir mehr Essen kaufen, als wenn du kein Geld hast. Du hast mehr Möglichkeiten, du kannst mehr Dinge erleben, Geld gibt dir den Zugang und ist die Ausdrucksform einer Art von Fülle. Wenn wir jetzt aber auf tiefster energetischer Ebene schauen und uns fragen, was ist Fülle eigentlich? Fülle ist der Ausdruck des Universums. Schau dich in der Natur um. Geh in einen Wald. Ich war gestern hier im Wald unterwegs. Ich schaue so einen Baum an und dieser Baum ist gigantisch groß. Er hat riesige Wurzeln, er geht unendlich weit in die Höhe und ich schaue mir die Blätter an und denke mir, wow, so viele Blätter. Ich schaue auf die Wiese ist voll mit Grashalmen. Ich schaue auf die Erde ist voll mit Erde. Ich schaue in den Himmel, der Himmel ist voll mit Himmel, mit Wolken. Die Sonne ist immer da. Fülle ist der Grundzustand des Universums. Du wirst, seitdem du geboren bist, seitdem du existierst, einfach so versorgt vom Leben. Das Leben versorgt dich mit Sonne, mit Luft zum Atmen, mit Wasser zum Trinken, mit Nahrung, die immer wieder reproduziert wird. Das heißt, Fülle ist der Grundzustand, wenn wir es energetisch betrachten, der Grundzustand des Universums, der Natur und der Existenz. Du hast eine Fülle an Blut, die durch deinen Körper läuft. Du musstest nichts dafür tun, dass du deine Hände bewegen kannst, dass du ein Gehirn hast, dass du denken kannst, dass dein Herz für dich schlägt. Fülle ist der Grundzustand. Geld ist eine Ausdrucksform der Fülle, eine andere Ausdrucksform. Die Natur ist eine Ausdrucksform der Energie von Fülle. Dass immer wieder neues Essen wächst. Eine Ausdrucksform der Energie von Fülle. Geld, eine andere, menschengeschaffene Ausdrucksform der Energie von Fülle. Genauso wie du verbunden bist und Teil bist von der Natur und von der Fülle dahinter, bist du Teil der Fülle des Geldes. Doch dir wurde beigebracht, dass du getrennt bist von Geld. Du bist zwar Teil der Natur, aber du bist nicht Teil des Geldes. Geld ist eine andere Entität, die außerhalb von dir ist, um die du kämpfen musst, um die du beschützen musst und. Und das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass Geld immer schon Teil von dir war. Und dass, wenn wir jetzt auf noch tieferer Ebene schauen, Geld nur ein Spiegel deiner selbst ist. Geld dient nur als Spiegel, dir zu zeigen, was du denkst, was du fühlst und was du bist in Bezug auf Fülle. Wie denkst du über Fülle? Denkst du, du bist getrennt davon, dann wird Geld nicht zu dir kommen. Wie denkst du über Menschen, die in Fülle leben, die Fülle genießen? Verurteilst du sie, dann verurteilst du dich selbst. Und das Spiel können wir nun unendlich weiterführen. Die Wahrheit des Geldes ist, dass Geld eine Ausdrucksform der Fülle ist. Und wenn du dich trennst von der Fülle anhand deiner Geschichten, trennst du dich von dem Geld. Das heißt, Schritt 1 ist, die Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit ist, Geld ist eine Ausdrucksform von Fülle. Und Fülle war noch nie getrennt von dir. Es ist nur durch deine Geschichten so entstanden. Und wenn wir diese Wahrheit erkannt haben, können wir nun zu Schritt Nummer 2 gehen. Schritt Nummer 2 ist, diesen Spiegel anzuschauen und deine gesamte Energie zu dir zurückzunehmen. Alle Verurteilungen zum Thema Geld, alle Geschichten zum Thema Geld, alle doofen Herausforderungen zum Thema Geld, jede Schuld, jede Scham, jede Angst, jeder Druck, jeder Mangel, all das war selber von dir erschaffen und projiziert auf Geld. Denn wenn Geld in der Wurzel wirklich Schuld hätte, Scham hätte, böse wäre, Angst hätte, dann müsste jede Person, die mit Geld in Kontakt kommt, diese Energie fühlen. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Tier haben, ein Tier, das aggressiv ist in der Essenz, dann wird es immer aggressiv sein, egal welcher Mensch vor diesem Tier steht. Aber wenn es nicht in der Essenz aggressiv ist, kann es sein, dass es bei manchen Menschen Aggressionen ausdrückt. Vielleicht, weil diese Person Aggressionen spiegelt. Und dann reagiert das Tier einfach nur und sagt, ich esse dich jetzt. Und genauso ist es mit dem Geld. Die Energie, die du siehst, ist nicht die Wahrheit, sondern die Energie, die du reingibst. Das Geld gibt dir den Spiegel zurück, sendet dir zurück Mangel, Begrenzung, Probleme, Angst, Aggression, Schuld, Scham. Und all das darfst du nun zu dir zurücknehmen. Du darfst deine gesamte Geschichte mit Geld betrachten und sehen, all der Mangel war von mir selbst. Das ist mein eigener Mangel. All die Angst um das Thema Geld war meine eigene Angst. All die Begrenzung, all die Angst, all die Schwere, all der Kampf war mein eigenes. Und sobald du es zurücknimmst, entlädst du diese negative Energie, die du auf Geld projiziert hast, nimmst sie dir zu dir zurück. In dir kann sie sich transformieren und auflösen. Und dieser Punkt ist extrem, extrem wichtig. Schreiben wir das mal kurz auf. Die Energie zurücknehmen. Und das ist so wichtig, weil das ist der Grund, warum normale Fülletechniken nicht funktionieren. Viele Menschen machen Affirmationen, Subliminals, sprechen im Spiegel zu sich, tunen sich in eine gute Energie, versuchen, das Negative zu überlagern mit dem Positiven. Sie haben ihr Leben lang Mangelgefühl, Angstgefühl, Schamgefühl, Schuldgefühl zum Thema Geld und versuchen dann, indem sie sich vor den Spiegel stellen und sagen, ich liebe Geld, Geld liebt mich, ich bin reich, wir sind toll, Fülle, Fülle, ja, ja, ja. Versuchen sie, das zu überlagern. Aber diese gesamte Geschichte, diese gesamte energetische Ladung, dieses Negative bleibt trotzdem da. Du kannst es für einen kurzen Zeitraum übermalen, aber nicht in der Tiefe auflösen. Das heißt, das ist der Grund, warum diese ganzen anderen Techniken nicht funktionieren, ohne Schritt Nummer 2. Mit Schritt Nummer 2 sind wir wieder ganz woanders. Aber Schritt Nummer 2 ist extrem wichtig, damit diese energetische Frequenz rein ist. Du musst sie reinigen. Und dann kann es fließen. Das heißt, du nimmst in Schritt Nummer 2 deine Energie zurück. Und wie du das machen kannst, ein einfacher Tipp ist, dich jetzt hinzusetzen und dich zu fragen, welche Geschichten habe ich mir über Geld erzählt? Und schreib einfach auf, so viel wie du kannst. Vielleicht sind es 3 Seiten, 5 Seiten, 10 Seiten, vielleicht auch nur eine. Und dann liest du dir das Ganze nochmal durch und fragst dich, ist das wirklich die Wahrheit? Oder sind das alles Geschichten über mich selbst? Und allein dieses Bewusstsein, dieses Anerkennen davon dreht etwas, macht etwas mit dir. Und dann kommen wir zu Schritt Nummer 3, Energie hochfahren. Erst wenn die negative Energie entladen ist, können wir eine neue energetische Frequenz aufbauen. Ich stelle mir das Ganze immer wie Energieblasen vor. Ja, du hast eine Energieblase, du hast sie über Jahrzehnte gefüttert mit der negativen Geschichte über Geld, die eigentlich keine Geschichte über Geld ist, sondern über dich selbst. Und jetzt versuchst du eine neue Blase darüber zu packen. Das funktioniert nicht. Das ist wie, wenn du eine schimmelige Wand hast und du malst mit weißer Farbe oben drüber. Der Schimmel ist noch da und er wird wiederkommen und er wird dir Probleme bereiten. Also gilt es, die Energie aufzulösen, die Blase aufzulösen, dich zu befreien und dann das Neue zu erschaffen, die neue Fülle Energie zu erschaffen. Und dann machst du diese Übungen, wo du dich vor den Spiegel stellst, du tunst dich hinein in die Energie der Fülle, du verbindest dich mit der Wahrheit aus Schritt Nummer 1. Die Wahrheit ist, dass Fülle schon immer da war, Fülle schon immer existent war, sie nie weg von dir war und du immer dazu verbunden warst. Jetzt baust du nicht die Brücke, sondern du kommst zurück zur Wahrheit, dass Fülle niemals getrennt war. Wenn etwas nicht von dir getrennt ist, musst du keine Brücke bauen. Du musst nicht neue Wege finden, um diese Fülle zu fühlen. Du musst dich nur daran erinnern, dass du es bist. Du musst dich daran erinnern, dass das Leben dir diesen Körper geschenkt hat. Dass das Leben dich auf einen Planeten gesetzt hat, der voll ist mit Essen, mit Wasser, mit Luft, mit Lebewesen, mit der Natur. Stell dich vor einen Wasserfall und schau dir dieses Spektakel an. Stell dich unter die Wolken und schau dir an, was da oben passiert. Dampf steigt hoch und Wasser kommt runter, damit mehr Pflanzen wachsen können. Was? Das ist die Fülle, die dich die ganze Zeit umgibt. Ich kriege Gänsehaut. Es geht nur darum, dich zu erinnern, nicht dich in einen Zustand reinzupressen, weil wir können uns nur in etwas reinpressen, was wir nicht sind. Aber wenn du die Fülle doch schon die ganze Zeit warst, musst du dich nur daran erinnern. Und das kannst du auch auf 2 Wegen machen. Erstmal durch die richtigen Fragen und zweitens ist durch die richtigen Meditationen. Der erste Weg ist, dir wirklich aufzuschreiben, wo in meinem Leben habe ich die Fülle übersehen? Und du fängst an zu schreiben. Ich habe übersehen, dass ich aufgewachsen bin an einem Ort, der sicher ist. Dass ich immer Essen habe, bis heute, sonst würde ich nicht mehr leben. Dass die Natur mich versorgt. Dass ich zu einer Zeit lebe, in der ich sicher bin. Dass mein Körper funktioniert, das Blut fließt, alles funktioniert hier. Schreib es dir auf, wo habe ich die Fülle übersehen? Und dann schreibst du dir danach auf. Ich nehme jetzt diese Fülle zurück als mein geborenes Selbst, als meine Wahrheit, als meine Energie. Und damit schließt du diese Trennung aus und gehst zurück zur Einheit. Nimmst die Fülle wieder zu dir zurück. Das ist die Übung. Und dann, was ich dir empfehlen würde, was aus meiner Sicht und meiner Erfahrung die mächtigste Strategie ist, sind Meditationen. Warum? Weil ich in der Meditation mich in einen Trance-Zustand versetze, den Kritiker hier oben abschalte und dann mich damit verbinde mit den neuen Frequenzen, mit den neuen Energien, mit dem neuen Ausdruck, mit der neuen Fülle. Und ich habe genau für diesen Prozess, für diese 3 Schritte, um dir zu helfen, eine Session kreiert. Die Instant Money Manifestation Session. Diese dient dazu, dass du sofort diese 3 Schritte durchläufst, den Spiegel aufzulösen, die Energie zu dir zurückzuziehen und dann zurück in die Fülle zu kommen, um ein Geldwunder zu erschaffen, und zwar so schnell wie möglich. Wir haben schon einigen Kunden diese Meditation zur Verfügung gestellt und die Geldwunder sind Wahnsinn. Die Leute haben mir häufig gesagt, Rafael, die beste Meditation, die du jemals rausgebracht hast. Diese stelle ich dir auch jetzt zur Verfügung, wenn du es fühlst, wenn du diese 3 Schritte, wenn diese mit dir resoniert haben und du das jetzt umsetzen möchtest, klick auf den Link unter diesem Video, dort kannst du dir die Session kaufen und bitte unbedingt schreib mir danach bei Instagram deine Geldwunder, deine Erfahrungen und wie du dich danach fühlst. Eine ganz, ganz mächtige Session und ich hoffe, dass dieses Video dir helfen konnte, deine alte Illusion zu Geld aufzulösen und dich näher zurückzubringen zur Wahrheit des Geldes. Schreib mir mal jetzt in die Kommentare, wie fühlst du dich nach diesem Video? Was ist gerade dein Aha-Moment, den du hieraus mitgenommen hast? Wenn du diese Arbeit fortführen willst, klick auf den Link, hol dir die Session und damit danke ich dir, dass du da warst. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Like da, kommentiere nochmal deine Erfahrung aus dem Video. Wenn du jetzt kein Video mehr verpassen willst, um noch mehr zu kreieren, klick hier auf mein Gesicht, dort kannst du abonnieren. Denk dran, die Glocke zu aktivieren, ganz wichtig, damit die Videos wirklich in deinen Postfach kommen. Und hier findest du ein weiteres Video, um noch tiefer zu gehen. Klick drauf, schau es dir an und hab viel Spaß damit. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Dein Rafael.